Willkommen zurück zu einer neuen haireichen Folge Raft. Der große Keistrur ist wieder gefangen auf hoher See auf seinem kleinen Segelbötchen. Und wir werden heute gemeinsam in der Vollversion im Early Access von Raft überleben. Wir starten gleich mit einer neuen Welt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer haireichen Bewertung unterstützen würdet. Haut die Flosse blau und wir starten jetzt. Es tut gut, es tut echt gut, wieder auf dem großen blauen Ozean zu sein. Und alles ist anders. Alles hat sich verändert. Nur das Angeln. Das Angeln ist gleich geblieben. Was haben wir hier? Steine, Schrott, Planken. Und natürlich Bruce. Wo ist Bruce? Wo ist mein alter Freund Bruce? Ah, da hinten. Da hinten schwimmt er rum. Mein alter, bester Freund Bruce. Gut, Raft. Was soll ich sagen? Es war eine tolle Erfahrung. Ich habe Raft absolut geliebt. Es war eines der besten Free-to-Play-Indie-Spiele, die ich je gespielt habe. Und ich find's cool, ich find's echt cool, dass die Entwickler es geschafft haben, ihr Spiel auf den Markt zu werfen. Und ich bin froh, dass sie sich dafür Zeit genommen haben, denn es sieht optisch auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch, sehr gut, sehr ansprechend aus. So, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen angeln gehen. Also für alle, die Raft nicht kennen. Wir treiben hier auf einem kleinen Floß auf dem großen blauen Meer. Und ein böser Bruce, der Hai hier drüben, will uns fressen. Und wir müssen gucken, dass wir überleben. Und am besten immer hier diese großen Fässer an Land ziehen. Denn die geben eben extrem viel Stuff. Und neu dabei ist auf jeden Fall auch Plastik. Denn in der damaligen Free-to-Play-Version gab es Plastik auf jeden Fall noch nicht. Oh, das will ich haben. Und man sollte eigentlich nie ins Wasser gehen. Denn Bruce, ja, will mich fressen. Also er ist kein Freund. Er ist durchaus ein Feind. Aber so ein Feind, den ich irgendwie lieb habe. Ich habe dich trotzdem lieb, Bruce. Auf meine Art. Auf meine verrückte Art. Und man braucht ganz, ganz viele Latten. Latten sind mega wichtig. Im Grunde ist das hier auch der Latten-Simulator. Okay, wir haben jetzt hier schon mal ein paar. Das erste, was wir tun sollten, ganz, ganz wichtig, und so schnell wie möglich A, eine Waffe bauen und B, einen Hammer. Einen Hammer organisieren. Denn mit dem Hammer können wir hier unser kleines Floß erweitern. Also wir können bauen, ja. Es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir hier so schnell wie möglich alles ein bisschen größer machen. Denn Bruce wird auch irgendwann unser Floß angreifen. So, Seile brauchen wir. Also ein bisschen was weiß ich, weil ich ja, wie gesagt, damals das Spiel ausgiebig gespielt habe. Alles gemacht habe, was man nur irgendwie in dem Spiel machen konnte. Und jetzt bin ich gespannt, was ich alles hier drin machen kann. Ich habe gesehen, es gibt auch einen Kreativmodus. Das bedeutet, wenn wir also wirklich wieder so einen riesigen Turm oder sowas bauen wollen, können wir das wahrscheinlich am besten im Kreativmodus machen. So. Erstmal, oh, ich brauche noch mehr Seile. Und dazu brauchen wir Palmenblätter. Und wenn es hier Palmenblätter gibt, dann müsste es doch logischerweise auch eine Insel geben. Irgendwo hier muss es doch auch logischerweise eine Insel geben. Na komm, ein Blatt. Eins. Nur eins. Mehr will ich doch gar nicht. Und ich sehe auch gerade hier, dieser Haken geht kaputt. Der hat eine Lebensanzeige. Ich hoffe, den kann man easy bauen. So, jetzt habe ich mehr als genug. Dann hauen wir hier mal die Seile raus. Gut, also ich hätte ganz gerne einmal einen Holzschwert. Den machen wir hier mal auf die 1. Den machen wir mal auf die 2. Und ich hätte gerne einen Hammer. So, den machen wir auf die 3. Und schon habe ich hier ein bisschen was am Start. Also man merkt schon, ein bisschen was weiß ich noch. Wir werden schon irgendwie zurechtkommen und überleben. Aber die Materialien, die gehen hier schnell flöten. Alter, da hinten, könnt ihr es sehen? Da ist eine Insel. Das ist einfach mal eine Insel. Ich muss da hin. Ich muss da unbedingt hin. Und dafür brauche ich ein größeres Raft und ich brauche unbedingt das Fass, weil ich habe keine Ahnung, wie wir sonst an Metall rankommen, und ich denke, Metall wird auch noch richtig relevant für uns. Alter, ich bin der Angelkönig. Der Mann, der kann angeln. Der Mann kann super krass gut angeln. So, also hier geht auch alles kaputt, sehe ich gerade. Der Speer kann kaputt gehen. Der Hammer nicht. Okay, der Hammer kann aus irgendeinem Grund nicht kaputt gehen. Ist das Wichtigste, aber pff, ja. Der geht eben nicht kaputt.
Freunde, ich muss was sehr, sehr Dummes machen. Macht das auf jeden Fall niemals nach. Nein, ich habe gewusst, dass er mich direkt snacken wird. Aber glaubt mir, ab und zu muss man Eier zeigen hier in Raft. Ab und zu muss man dicke, fette Balls haben. So, jetzt habe ich hier schon wieder ein bisschen was. Wow! Alter! Der Schock meines Lebens! Gehst du... Verdammt, noch eins weg! Holy shit! Holy shit! Reparieren. Moment, so rum. Repariere ich jetzt? Alter, er beißt mir hier das einfach kaputt. Eiskalt! Dieses miese Schwein. Ich muss mein Floß erweitern. Mein Horizont und mein Floß. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Yes, baby, yes. Oh, hier kommt die dicke Beute. Hier kommt sie, die dicke, große Beute. Und das nächste, nice. Und eine Insel. Und eine Insel. Hype ist real, Freunde. Hype ist sowas von real. Komm schon, komm schon, komm schon. Das will ich haben. Das will ich auch haben. Inventory. Okay, kann ich das jetzt hier in mein Inventar packen? Okay, cool. Oh, ich sehe gerade, wir gehen wohl an Land. Alles klar, wir gehen an Land. Oh mein Gott, da drüben ist ein anderes Floß. Und hier gibt es Melonen. Die brauche ich unbedingt. Oh, warte, 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 warte. Ich weiß nicht, ob ich hier bleiben will. Ich glaube, ich bleibe bei meinem kleinen Raft. Kann ich denn irgendwie meinen Haken vielleicht reparieren? Anstelle von neu machen? Nein, ich will das. Okay, okay. Gleich wird gebaut. Habt ein wenig Geduld. Der Meister hat eine Idee. So, oh, 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 ob ich die bekomme? Alter, das war ein guter Wurf. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Ey, ich habe echt einen guten Lauf. Da hinten ist die nächste Insel. Okay, eine Insel ist ja gar nichts Besonderes. Nein, 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 nein. Ja! Alles klar, und das Ding ist kaputt. Cool! So, wir müssen bauen, Freunde. Wir müssen bauen. Wir machen erstmal hier was hin. Da was hin. Und dann merkt man schon, alles geht extrem schnell weg. Und wir brauchen auch Kunststoff, denn... Ja, damit es schwimmt, arbeiten wir aus irgendeinem Grund mit Kunststoff. So, Seile, 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 Seile. Ein nasser Ziegel. Es wird feucht in Raft. Ich will unbedingt hier wieder die Fässer. Komm schon, Angel Jor, er schlägt wieder zu. Petri Heil. Alter, ich habe jetzt schon richtig den Premium-Start hingelegt. Zieht es euch rein, was ich hier alles rausfische. Oh nein, was ist mit dem Floß da hinten? Das sah sehr interessant aus. Kann ich denn irgendwie meinen Floß wechseln? Kann ich sagen, hey, ich siedel um. Kein Kunststoff. Meins? Bruce! Lass meine Sachen in Ruhe, Bruce. Ich brauche Kunststoff, Bruce. Der Angelmeister braucht unbedingt Kunststoff. Und Netze. Wir brauchen Netze. Netze waren damals der Move. Ja, also Netze, großer Trick. Je mehr Netze, umso mehr Zeug halt, ne? Passiv. Da muss man nicht dauernd hier selber angeln gehen. So, gib mir mal hier. Ich brauche eine harte Latte jetzt. Nom, 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 nom. Latte ist immer nice. Was war denn das hier wieder für ein Wurf? Enttäuschung beim Angelmeister. Okay, bald brauchen wir was zu schlabbern, ne? Deswegen mampfe ich jetzt mal hier eine Melone. So. Und hier drüben ist eine Insel. Komme ich jetzt gar nicht hin. Und plötzlich Musik. Plötzlich geht Bruce unter Wasser an sein kleines Piano und macht uns eine traurige Melodie über die Isolation auf dem Ozean. Das ist auch eine sehr, sehr traurige Erfahrung, ja, wenn man hier auf dem Ozean gestrandet ist, seegestrandet,
Ich habe ein bisschen Lulu in den Augen gerade. Nein! Nein! Wo ist Bruce? Das hier will ich. Ich brauche Plastik, Alter, zum Bauen. Ich glaube, der greift doch hier gleich wieder an, oder? I'm ready, my friend. I'm ready. Der Tag neigt sich dem Ende. Sammel noch mal alles, was du kriegen kannst, Keys. No, Bruce! Zieh's doch rein! Nein! Warum? Irgendwo hänge ich mit meinem Haken. Was zur Hölle? Ja, habe ich eben gerade meinen Haken geworfen? Verdammt, Bruce. Verdammt, ich konnte eben irgendwie nicht loslassen. Das hat er erkannt und direkt zugeschlagen. Er wollte mich ein bisschen einlullen mit dieser Melodie. Hat funktioniert. Punkt für dich, Bruce. Punkt für dich. Du alter Gauner, du. Aber nein, mein Freund, aber nein. Netze. Und Licht. Es wird bald dunkel. Es wird Zeit, dass wir bauen, meine Freunde. Was haben wir denn hier? Einen Forschungstisch. Ein Bett. Da brauche ich einen Nagel für. Nägel, wie stelle ich denn Nägel hier? Ein Segel! Cool. Sehr, sehr cool. Da gibt es ja eine Menge Zeug, das wir lernen können und machen müssen. Okay, es wird extrem dunkel. Ich brauche unbedingt Licht. Alter, eine Taucherausrüstung. Ein Haiköder. What? Trophäe, Kalender, Ablage, Schild. Na, das wird ja noch super spannend hier. Ein einfacher Grill. Eine leere Tasse. Okay, eine Tasse wäre gut. Und das wäre auch gut. Ich mache jetzt einmal hier das volle Programm und einmal das hier hin und einmal das hier hin. So. Einfach mal in die Mitte setzen, wo es am besten geschützt ist. Mit R können wir auch drehen, wenn wir wollen. Haben wir einmal das hier und nebendran einfach mal so eine Feuerschale. Ach, hier müssen wir sogar wirklich... Aber wie zünden wir es an? Das ist jetzt die Frage, ne? Wie mit Steinen dagegen schmettern, wie mache ich Feuer? Okay, wir brauchen also auch Materialien, damit das brennt. Also man merkt schon, es ist deutlich umfangreicher geworden alles. So, kann ich denn diese Netze machen? Netze sind erstmal nicht drin, wie es scheint. Wahrscheinlich brauche ich dafür erstmal diesen Tisch, um neue Dinge zu erlernen. Den hier. Greifst du schon wieder an? Das ist ja die Finger von mir. Ja, aber wie mache ich denn... Wie gewinne ich Feuer? Das ist die große Frage. Wie gewinne ich Feuer? Ich glaube, der kommt, oder? Weg! Einfach nur weg mit dir. Weil ich werde bald verhungern, wenn es so weitergeht. Bleib weg. Der kommt immer näher. Der kommt immer näher. Moment. Das hier bitte noch. Habe ich irgendwas Essbares hier? Nom. Dann habe ich hier meinen Becher. Mach ich mal hier rein. Moment. So rum. Ich habe ein bisschen Holz. Ich trau diesem Hai nicht. Ich trau ihm einfach nicht. Ich kann doch kein... Ach, okay, das geht von alleine. Alles klar. Alles klar, das geht von alleine.
Flüssigkeit einfüllen. Ja, trinken wäre jetzt, glaube ich, keine gute Idee. Was wollen wir es... Obwohl, Salzwasser trinken, eigentlich müsste ich dann noch mehr Durst bekommen. So, rein theoretisch. Wenn das Spiel wirklich logisch ist. Ich brauche das Fass, da ist immer Essen drin. Bitte, 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 bitte. Yes, Gott sei Dank. Wie lange geht eine Nacht hier? Ich habe einen Bauplan für eine Antenne bekommen. Alter, wie cool ist das denn? Okay, wir müssen noch Baupläne finden. Oh Gott, das wird ja super umfangreich. Ich brauche unbedingt eine Angel. Ich brauche unbedingt eine Angel. Ich muss mir Essen besorgen irgendwie. Was brauche ich denn für die Angel? So, herstellen. Geil, die Angel geht auch kaputt. No, Bruce! Ich piek's dir ins Auge, Bruce. Ich piek's dir in dein verdammtes Haiauge. Alter, wie kann er nur? Dieser elende Schuft. Nach allem, was wir gemeinsam durchlebt haben. Kann ich jetzt hier was trinken eigentlich? Was ist denn jetzt hier mit meinem... mit meinem Becherli? Hier. Ah, okay, Moment. Und jetzt trinken. Aha! Das funktioniert. Eine Möwe! Land! Land! Was habe ich hier? Ein Empfänger? Alter, ich baue mir hier ein Radio. Ich baue mir ein Radio, Freunde. Land, Radio, Spaß, Party. Ich bin sowas von dabei. Alter, ich werde der... der Survival King! Oh Gott, vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Okay, angeln. Ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Ach ja, ich hoffe, ich bekomme irgendwas. Wie habe ich diesen kleinen Angelköder gebaut? So ein kleiner Fisch. Voll süß. Hab ich's? Ja, eine Makrele, du. Eine Makrele. Ich brauche noch eine. Ich habe Hunger. Großen Hunger. Doppelmakrele. So, dann gib mir mal hier einen Hering. Das ist ja Luxus. Wie er ihn hält. Ihhh, Hering. Ganz angewidert, der Mann. Und ja, wir spielen Kerl. Nur so als Info, weil man kann ja beides. Mädchen, Junge. Aber wir... Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Alter, ich bin so gut im Angeln. Wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Ich habe einfach Anglerblut, Freunde. So, her damit. Gut, läuft. Läuft. Wir werden also schon mal nicht verhungern. Jetzt habe ich hier meinen Hering und runter damit. So, das war der erste Tag hier in Raft. Ich beende die Folge. Es geht weiter in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hype is real. Leute, kloppt es in die Kommentare. Hashtag Hype is real. Hashtag Bruce. Lasst eine Bewertung dafür. Mehr Raft. Ich bin gespannt. Ihr seid gespannt. Wir alle sind gespannt. Spannung. Bis zum nächsten Mal und tschüss.